Wie Napoleon könnte bald dieser Platz Geschichte sein. Denn nach dem Beherbergungsgesetz ist der Bürgermeister verpflichtet, eine Belegungszahl an das Statistische Landesamt monatlich zu übermitteln. Dem ist er nicht nachgekommen, deshalb hat er einen Bußgeldbescheid erhalten. Denn Stellplatzbetreiber über 10 Einheiten müssen monatlich eine Beherbergungsstatistik erstellen. Darin muss aufgeführt sein, wie viele Personen, wie viele Nächte und welcher Nationalität sie sind, diesen Platz nutzen. Der Bürgermeister ist ehrenamtlich. Dieser Platz ist kostenfrei. Wie soll das machbar sein ohne großen Aufwand? Aus diesem Grunde sagen viele andere Gemeinden laut SWR-Bericht, wir schätzen diese Zahlen und melden sie an das Landesamt. Mit diesem gibt sich aber der Bürgermeister laut SWR nicht zufrieden, denn er steht ja auch in der Verantwortung für diese ordnungsgemäße Bereitstellung der Zahlen. Aber wie sagte ein großer Politiker, ich glaube nur die Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Ist das Sinn und Zweck einer solchen Statistik? Fragezeichen. Wie soll es weitergehen mit so einem Platz? Wunderschön gelegen, ja, tollste Gegend. Eine große Frage. Schreibt mir doch mal eure Lösungsvorschläge unten in die Kommentare. Meine Idee wäre es, reduzieren auf 9 Stellplätze. Damit ist die Verpflichtung erloschen. Eine schöne große Wiese hinten dran machen. Und wer sich da hinstellt, wird einfach nur geduldet. Auf der einen Seite kann ich natürlich verstehen, dass man solche Zahlen gerne erhebt. Aber auf der anderen Seite wäre es für uns Wohnmobilisten natürlich eine traurige Angelegenheit, wenn ein so schöner Stellplatz wegfallen würde. Also wie gesagt, schreibt mir eure Ideen einfach mal in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da und am besten noch ein Abo. Wie es weitergeht mit diesem Platz, werde ich verfolgen und euch demnächst auf dem Laufenden halten. Tschüss und Ace, euer Franzl.